Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wolltet ihr schon immer mal einen Avatar von euch selber haben? Zum Beispiel, wenn ihr Videos machen wollt, aber eigentlich keine Lust habt, vor der Kamera zu sprechen oder ihr habt ja keine Kamera und kein Licht und auch kein schönes Studio oder irgendwie sowas, dann könnte ein AI-Avatar genau das Richtige für euch sein. Zumindest verkauft die Firma HeyGen genau das. No Camera, No Crew, No Problem. HeyGen verwandelt einen Text in ein professionelles Video mit einem AI-generierten Avatar und einer passenden Stimme dazu. Schauen wir mal, ob das was Vernünftiges ist oder voller Quatsch. Wie bei allen AI-Services aktuell ist natürlich die Frage, was kostet der Spaß überhaupt? Es gibt kaum irgendwas, was kostenlos ist, aber wie wir sehen, gibt es hier zumindest eine kostenlose Variante. Da kriegt man einen Credit und das Video darf auch nur maximal eine Minute dauern und es gibt auch nur einen Avatar etc. Und dann geht es schon los mit $24 pro Monat. Wenn das aber so gut ist und mir natürlich die ganze Arbeit erspart und die ganze Zeit und das ganze Equipment und so weiter, dann könnten $24 pro Monat ein gutes Investment sein, aber dafür muss es halt auch wirklich gut sein. Deswegen probieren wir mal hier die kostenlose Variante mal aus. Dafür müssen wir erstmal einen Account anlegen. Hey there, this is AI Joshua, Co-Founder and CEO of HeyGen. The core value of HeyGen starts from generating avatar videos. And you can do that with just typing text. I will guide you through the process of getting started. Also ich würde sagen, das Video ist mit der AI erstellt. Das ist nicht der CEO selber. Man sieht es so ein bisschen an den Augen. Und ich glaube, das Video habe ich auch schon mal bei Twitter irgendwo gesehen. Also ich glaube, das ist schon mal ein erster Einblick, wie das Ganze gleich aussehen wird. Was haben wir denn hier? Instant Avatar, get your digital twin in minutes. Das klingt schon mal sehr gut. Alternativ wäre auch möglich ein Foto-Avatar. Animate your photo with text. Okay, also einfach ein Foto hochladen. Aber ich denke mal, ich muss hier draufklicken. Free Instant Avatar. Hey guys, I'm Joshua, Co-Founder and CEO of HeyGen. Let me show you these two videos and you tell me which one is AI generated. In the early days of computer programming, a significant historical anecdote is known as Grace Hopper and the Bug. In 1947, at Harvard University. Alright, it may sound crazy, but both videos are generated. Hätte ich auch getippt, dass beide generiert sind. Die Augen, man hat es immer in den Augen erkannt, er hat immer sehr komisch geblinzelt. Aber ich meine, okay, wenn es nur das ist. So we only need 2 minutes of talking videos of you. You can talk about anything in many different languages. There are 6 things you need to pay attention. Also, um unseren Avatar zu erstellen, brauchen wir entweder ein Smartphone oder eine professionelle Kamera. Entweder müssen wir dabei stehen oder sitzen. Wir müssen nach jedem Satz eine einsekündige Pause machen. Wir müssen gutes Licht auswählen. Wir müssen direkt in die Kamera schauen. Achso, und wir sollen nicht so viel mit den Händen rumfuchteln. Dann soll der Avatar gut werden. Also man kann hier entweder jetzt was hochladen, Videomaterial hochladen oder es direkt mit der Webcam aufnehmen. Aber ich glaube, ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Also nehme ich jetzt meine Kamera und nehme jetzt hier mal ein richtig schönes Video auf und versuche das so bestmöglich zu machen, damit das Ergebnis natürlich auch so gut wie möglich ist am Ende. So, ich habe jetzt mal hier random 2 Minuten in die Kamera gequatscht, was aufgenommen und jetzt kann ich das hier hochladen. Okay, also hier muss ich noch einmal bestätigen mit einem Video, dass ich auch ich bin und dass man nicht irgendwie ein Avatar von jemand anders erstellt. So, mein Avatar ist fertig und schauen wir direkt mal rein, wie das Ganze hier aussieht. Check it out. Your Avatar ist ready. Okay. Hallo Victor Hof, dein Instant Avatar ist bereit. Fühle dich frei, Videos damit zu erstellen. Klicke auch auf die Feedback-Schaltfläche, um deine Meinung zu teilen. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist schon irgendwie cool, oder? Okay. Also sollte mir mein Avatar jetzt nicht gefallen oder so, dann kann ich den immer wieder neu machen. Man könnte auch einen Voice-Clone hochladen, der über 25 Sprachen spricht. Aber ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich hier mit einem Aufpreis verbunden. Ja, also ich würde mal sagen, wir stellen jetzt ein Video mit meinem Avatar. Okay, also ich kann jetzt hier einfach ein Skript reinschreiben und dann wird das auf meinen Avatar angewendet. Mal gucken. So, mein Video ist fertig und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um AI-Avatare. Vollkommener Quatsch oder die Zukunft der Videoerstellung? Dafür probieren wir die Plattform HeyGen aus. Bist du bereit, die Realität und AI verschmelzen zu lassen? Was sagt ihr? Ist das ein gelungener AI-Avatar oder
fällt es zu sehr auf, dass es künstlich ist. Also ich meine natürlich, ich sehe es ja, ich meine, ich bin es ja selber, also mir fällt es natürlich auf, dass es irgendwie nicht ganz korrekt aussieht oder so. Ich glaube, es sticht nicht zu sehr raus, dass es ein AI-Avatar ist, und ich glaube, es wird nicht jedem direkt auffallen. Und ich würde sagen, wir sind noch relativ am Anfang von dieser ganzen AI-Geschichte, ja, ChatGPT oder jetzt hier Hey Gen und DALL-E und wie die alle heißen. Und die Ergebnisse sind teilweise schon ganz gut, ja, und teilweise noch nicht, ganz klar. Aber gib dem Ganzen mal ein bisschen Zeit, ja. Ich denke mal, in 12 Monaten sieht das Ganze schon extrem besser aus als heute. Und was ist in 3 Jahren, was ist in 5 Jahren? Und ich könnte mir dann schon vorstellen, dass AI-generierter Content, ja, seine Berechtigung hat. Zum Beispiel in Tutorials, auf Webseiten, in Werbung. Da könnte ich mir solche AI-Charaktere vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auch vielleicht so einen AI-Avatar gibt, der irgendwie YouTube-Videos macht. Aber wird das jetzt alle YouTuber ersetzen? Wird das die Zukunft von Content sein, dass wir nur noch uns AI-generierten Content anschauen? Also ich glaube, AI wird unterstützen, aber nicht komplett ersetzen. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass wir irgendwann bei YouTube unterwegs sind oder bei TikTok und da sind nur noch AI-Avatare unterwegs. Aber was denkt ihr? Wie findet ihr das Ergebnis von Hey Gen? Wie findet ihr die Avatare? Denkt ihr, dass wir in Zukunft nur noch AI-Avatare sehen werden, oder ob das jetzt aktuell nur ein Trend ist, der irgendwann auch wieder verblassen wird? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert natürlich meinen Channel für die nächsten Videos. Vielen Dank.